Ja, hi. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Schmogels Videoblog. Wir haben heute den 24.06.2011, 13:38 Uhr. Bis das Video hochgeladen ist, wird es wahrscheinlich wieder ein, zwei Stunden dauern. Das ist ziemlich krass bei YouTube, obwohl ich ja 1 GB Upload habe bei KabelBW. Dauert das immer ziemlich lang. Ja, zu meinem Tag heute, ich glaube um 7, 8 Uhr schon aufgestanden. Ja, ich konnte heute Nacht kaum pennen, ich habe 5 Stunden geschlafen oder so, aber ist egal. Soweit bin ich gerade ganz fit. Und ja, bin um 10 Uhr ins Fitnesstraining gegangen. War echt cool. Hätte ich früher machen sollen. Also es hat, ja, ich bin total entspannt jetzt. Und stressfrei und ruhig, also es bringt schon einiges immer. War mit dem Kumpel, das pusht natürlich dann auch immer, wenn man zu zweit geht. Alleine geht man ja dann eher mal nicht so. Und dann war ich einkaufen für 120 Euro. Ich habe, ja, ich werde ein Bild reinposten, ihr seht es dann. Ja, habe jetzt noch das alles ein bisschen eingeräumt und mache jetzt schon mein Video, weil heute Abend das 41. Straßenfest, Backnanger Straßenfest, das älteste und größte Straßenfest auf der ganzen Welt. Und nein, okay, in Baden-Württemberg. Aber es ist ziemlich berühmt, wer hier in Baden-Württemberg wohnt. Sagt Bescheid, ich komme auch auf jeden Fall. Es geht von heute bis Montag. Könnt ihr ja mal googeln, also es ist weltberühmt. Die wollten auch mal dieses ja, Alkoholverbot wollten sie einführen, haben sie aber natürlich nicht geschafft. Was ein bisschen doof ist, dass man jetzt an der Mauer, wir haben hier so eine Backnanger Mauer, nicht mehr trinken kann oder sich hinsetzen darf. Naja, so ist es halt. Aber sonst ist es ziemlich berühmt, also haben sich bestimmt schon, ich glaube, da kommen um die 10.000 Leute oder so, das geht richtig ab, geht richtig die Action. Und weil ich ja hier direkt wohne, werde ich auf jeden Fall vorbeischauen. Muss mal gucken, wer noch mitkommt. Und ja, dann habe ich ja noch gezockt gestern. Ab 4 Step 1 gestartet und bin in Step 2 gekommen. Und von den beiden musste ich eins wiederholen. Eins habe ich gewonnen und bin in Step 3 und das andere habe ich dann wiederholt und bin auch in Step 3. Das heißt, ich habe zwei Step 3 Tickets, musste ja noch zocken und wenn ich die gewinnen sollte, habe ich ein Sunday-Ticket, was auch mein Tipp wäre, wenn ihr Steps zockt, scheißt auf diese 27 Dollar Knockouts, die ihr mit Step 2 bekommt. Zockt einfach Step 3, das absolut Beste. Das ist halt wie ein Double or Nothing, das Step 3, und wird dann ab Platz 5 zum Sit and Go, weil man ja im Step 3 ab 5. Platz Step 3 wiederholen darf. In Step 2 ja nur der 4. Platz und in Step 3 nur der 3. Platz zum Wiederholen. Und deswegen sind die ersten zwei Steps immer die schwierigsten. Ich finde sogar Step 1 das Schwierigste immer. Und ja, Step 3 finde ich am geilsten, weil man ja, wie gesagt, schon ab dem 5. Platz ein Ticket hat. Und es ist eigentlich recht solide, so, wenn man es mal in Step 3 geschafft hat. Das dazu, da werde ich auf jeden Fall versuchen, ein Sunday-Ticket zu bekommen. Und ja, was ich von gestern noch hinzufügen wollte, dieses Poker-Mindset, ich hoffe, das interessiert euch ein bisschen, dass man auch immer, ja, nicht mal in die Zukunft schauen sollte, also, sondern einfach jetzt und hier leben. Man kann ja auch jetzt nur das, was jetzt passiert, beeinflussen und nicht, ja, man kann die Zukunft schon ein bisschen vielleicht beeinflussen, aber man sollte halt nicht in der Vergangenheit rumkarteln, was da passiert ist, einfach vergessen. Jetzt ist jetzt und
Das dann halt auch aufs Programm ein bisschen beziehen. Was auch hilft, sind, wenn man jetzt mal merkt, dass man tiltet, man muss sich dann natürlich ein bisschen beobachten, ist auch nicht ganz so einfach, wenn man merkt, oh, dem Fisch zeige ich es jetzt. Das ist ja dann ein negatives Ziel und das bringt einen zum Tilten. Geht auch noch ein bisschen tiefgründiger, aber will ich jetzt nicht so stark drauf eingehen, also mal so ein bisschen Basics. Und da muss man halt dann kurz abschalten, am besten auch aufstehen und dann tief einatmen, am besten immer was in den Bauch und dann ausatmen und dann in die Lunge einatmen. Und das beruhigt ein bisschen, dann wieder an den Tisch hinsetzen und dann weiter zocken. Wenn man halt merkt, dass man ein negatives Ziel hat, also ein negatives Ziel ist zum Beispiel, ich muss jetzt unbedingt Geld gewinnen, ich muss jetzt unbedingt an den Finaltisch kommen, dem Fisch zeige ich es jetzt, das sind alles negative Ziele, die euch dann unbewusst beeinflussen. Und wie gesagt, da nochmal dann immer zu schauen, okay, jetzt ist gut, jetzt beruhige ich mich und spiele jeder hat mein bestmögliches Programm. Und ja, ich hoffe, das hilft ein bisschen. Dann. Ja, und wie gesagt, die Vergangenheit könnt ihr jetzt nicht mehr ändern. Wenn ihr was schlecht gespielt habt oder unzufrieden mit einer Entscheidung wart, dann ist es halt so, man lernt draus und abhaken, einfach abhaken. So, und dann zeige ich euch noch die letzte Hand vom 11-Dollar-Ribeye gestern. Ah ja, habe ich ja schon offen. Okay, ich habe 12.986 Chips, ungefähr 10 BB. Alle Folden, Small Blind, Chip Leader, ich glaube sogar fast, nee, Turnier Leader nicht, aber Chip Leader, ja, pusht mich, also pusht er ja alles, any two eigentlich gegen mich. Und was war denn das? Irgendwo zieht sie und die Tür geht ständig auf oder zu. Und ich muss dann natürlich callen und ja, er hat halt Ass 5, lackt sich die 5. Beziehungsweise gut, dass er da halt Ass 5 hat, ist natürlich sick. Aber definitiv ein richtiger Call und ja, so war es. Das war es auch wieder kurz vorm Geld. So ist es halt. Ja. Also nochmal den Aufruf an alle: Kommt zum Backnanger Straßenfest in Baden-Württemberg. Und wenn ihr kommt, schreibt mich an. Dann können wir uns ja treffen oder so. Dann geht die dicke Drecksau-Party hier in Backnang. Ich hoffe, ich kann heute Nacht irgendwann pennen mal. Obwohl es, ich weiß gar nicht, wie lange geht. Es geht schon, glaube ich. Also, Volksfest geht ja immer nur bis 12 Uhr. Ich weiß gar nicht, wie es in Backnang ist. Ja, auf jeden Fall, da wird auf jeden Fall trotzdem lange, lange Action gehen. Und ja, dann verabschiede ich mich heute schon. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt, jetzt wird geschmuggelt. Haut rein. Tschüss.